herzlich willkommen, liebe Kollegen, zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen auch Kaiserslautern mit dem Trainer Kostas Runjajc. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, wir sind super happy, dass wir hier bestanden haben. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. MSV Duisburg hat heute auch gezeigt, warum sie aufgestiegen sind. Eine sehr erfahrene Mannschaft, die bis zum Schluss alles gegeben hat und alles abverlangt hat. Wir haben in der ersten Halbzeit einen sehr guten Start hinbekommen, optimale erste Halbzeit gespielt, sehr effizient gespielt, sind, denke ich, aber auch in dieser ersten Halbzeit auch die bessere Mannschaft gewesen. Und mit einer 3-0-Führung muss man nicht allzu viel der Mannschaft sagen, außer dass man höllisch aufpassen muss, weil MSV Duisburg ist immer in der Lage, zurückzukommen. Und das haben sie auch gezeigt in der zweiten Halbzeit. Wir haben das sicherlich spielerisch nicht so gut gelöst, wie wir es normalerweise können. Aber es ist das erste Spiel. MSV hat letztes Jahr eine unheimliche Heimstärke und eine Heimpräsenz gehabt. Und ja, wie gesagt, die haben bis zum Schluss gefightet. Und ich glaube, Kaiserslautern hat 94 das letzte Mal hier gewonnen. Das ist uns heute gelungen. Insofern sind wir richtig glücklich, ja, diesen ersten Spieltag auswärts mit einem Sieg nach Hause fahren zu dürfen. Vielen Dank. Danke, Herr Runjajc. Herr Lethierry, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Gratulation an Kaiserslautern für den Sieg. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit einfach gedanklich von Spielschnelligkeit her einen Schritt hinter Kaiserslautern waren. Ich denke, man hat ja gesehen, dass das Spiel zwar Kaiserslautern mehr Ballkontakte gehabt hat, aber letztendlich die drei Tore waren eigentlich drei Steilvorlagen von uns. Das war ja nicht rausgespielt oder irgendwas, sondern wir haben diese drei Tore aufgelegt. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann die Präsenz von der Mannschaft gesehen. Sie wollte noch mal kommen, noch mal alles geben. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit 4 richtig gute Chancen gehabt, außer das Tor, dann noch mal an die Latte und dann noch mal ein Schuss. Und Kaiserslautern kam glaube ich, kam dann noch zum Abschluss, aber letztendlich Kaiserslautern das Spiel verdient gewonnen, waren die clevere Mannschaft. Man hat auch gesehen, dass da der Ball einfach schneller von Mann zu Mann läuft und da müssen wir leider noch zulegen.